Und ich hatte auch lange Zeit nicht das Geld dafür, um mir für jedes Manga gleich ein Buch zu kaufen, leider. Oder jedes Manga in schriftlicher Form zu kaufen. Diese Unhold hat Meteoriten auf uns geschleudert und dabei wurde das Schiff zerstört. Durch die Erschütterung sind auch einige Mitglieder meiner Mannschaft über Bord geschleudert worden. Mario, soweit ich das verstanden habe, hat der Unhold also deine Prinzessin entführt. Achso, die Nebenmangas. Ach so, ja, ich lese auch normale Bücher. Ich lese auch normale Bücher, keine Sorge. Wobei, ein Arbeitskolleg hat vor kurzem ein Buch geschrieben. Da bin ich jetzt auch mal echt gespannt drauf. Wenn es gut ist, dann werde ich es auch auf meinem Kanal zeigen. Also, was heißt ein Buch? Also, er hat ein E-Book geschrieben, sagen wir es mal so, auf Amazon. 450 Seiten oder sowas. Pastafarianism. Ich dachte, du meinst jetzt Mangas aus Büchern. Nee, Bücher lese ich auch. Ja, ich weiß, dass du auch schreibst. Bin auch mal gespannt, was bei dir rauskommt. Darum benötige ich Energie der Powersterne, um fliegen zu können. Ohne Powersterne stecken wir also fest. Ah. Oh süß, dieser besondere Luma unter deiner Mütze. Ich hätte ihn nie an einem solchen Ort vermutet. Augenblick, jetzt verstehe ich. Nur seinetwegen kannst du die Sternenkraft verwenden. Gut, dann habe ich einen Vorschlag. Du bist auf der Suche nach der dir kostbaren Person in den Weiten des Universums. Ist es nicht so? du liest wahrscheinlich, was mit deiner Ausbildung zu tun hat, schätze ich mal. Das stimmt. Der neueste Titel ist Schuld, okay. Wäre es, wenn ich dir ein Raumschiff besorge? Um durch Raum und Zeit zu schippern, benötigt dieses Schiff jedoch die Energie der Powersterne. Du wirst uns also helfen müssen. Oh je. Yaoi wäre, glaube ich, noch das am wenigsten Schlimmste, was er lesen würde. Du wirst uns also helfen müssen, Powersterne für das Schiff zu finden. Einverstanden, Mario. Sehr gut, wir haben eine Abmachung. Alle mal herhören, wir haben einen Plan. Ich möchte, dass hier gleich alles so Raumschiff wie möglich aussieht. Ey, ein leckendes Gift. Gif. So. No Scope. Grind? Gott. Crew hat das Raumschiff repariert. Es sieht nun wie Mario aus. Yay! Wir haben ein eigenes Raumschiff bekommen. Nun, was denkst du? Ein Schiff nach deinem Vorbild sieht gut aus, nicht wahr? Oh, wie bitte, es gefällt dir nicht? Sieh mal so, wenn jemals in einen Asteroidensturm verloren gehen sollte, weiß man gleich, wem es gehört. Überzeugendes Argument und noch dazu sehr praktisch, nicht wahr? Ich ernenne dich hiermit zum Steuermann dieses Raumschiffs. Mögest du weise durch das weite Sternenmeer navigieren. Du kannst nun das Raumschiff Mario erkunden oder gleich das Steuerrad übernehmen und den Kurs bestimmen. Es ist deine Entscheidung, schließlich bist du der Steuermann. Yay! Das machen wir. Spiel wurde gespeichert. Sehr schön, sehr schön. Das ist immer gut zu wissen. Gibt's hier irgendwas? Ich glaube, hier gibt's noch nichts, oder? Können wir nicht eigentlich viel erkunden. Gibt's hier einen Stern? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir können noch nicht mal... Ne, wir können, glaube ich, noch wirklich gar nichts machen. Ja, ich bin ein bisschen allergisch auf Politik und normale Gesprächsthemen. Die interessieren mich nicht so wirklich. Okay, wir starten einfach mal gleich los. Wobei, durch meinen Job kriege ich zumindest... irgendwie in letzter Zeit öfters mal mit, was an der Börse passiert. Das ist, glaube ich, für manche Leute normales Thema, so. Das ist also die Galaxienkarte. Zeig einfach mit dem... ja, ich weiß. Blablabla, mit der Galaxie angelangt, drücke A, um sie anzusteuern. Dieses Raumschiff fliegt mit Energie der Powersterne. Mit unseren jetzigen Energiereserven kommen wir... Blablabla. Ganz viele Powersterne, Prinzessin retten. Alles klar, alles klar.
Gibt es hier noch mehr? Hier gibt es noch mehr. Wambo? Was ist Wambo? Das kenne ich jetzt auch nicht. Ah. 1 Minute Spielzeit. Ja, so ein Spiel zu kreieren ist echt... Also 1 Minute kann da schon echt lange dauern, je nachdem wie viele Effekte und Mühe da drin steht. Okay, der dornige Schlüsselhüter. Also ich habe schon vor, eigentlich hier alle Sterne zu machen. Also denke ich mal, werde mir einfach alle Sterne machen, richtig? Warmbologie. Bis gleich, Dennis. Okay. Lehre der Warmbologie. Bam. Nein. Okay, dann nicht. Achso, ich kann da trotzdem hoch, gell? Bringt es mir was? Come on. Okay, so nicht. So nicht, so nicht. So kommt man hoch. Da oben ist nichts. No. Ah. Okay. Oh, ich... Oh, da unten kann ich nicht entlang. Okay, ich hab's kapiert. Dann gehen wir mal da rein, die Röhre. Bum, bum, bum. Patrick, yeah. Hol mich hier raus, irgendwo muss hier ein Schlüssel sein. Okay. Irgendwo ist da ein Schlüssel. Bam. Nur Sternmünzen. Und... Bam. Daneben. Aua. Damit. Pilz. Auch okay. Nehmen wir mit. Ja. Patrick ist einfach super. Aua. Damit. Wir sind alle Bambus. Und ein Unbesiegbarkeitsding. Okay. Nehmen wir hier irgendwie einen Schlüssel raus von einem von euch. Vielleicht. Eventuell. Hoch. Bitte. Und. Irgendwie das. Ah, doch, tatsächlich hier. Yay! Utakus? Hier drüben, ja, ja, ja. Bei aceattorney.sparkling.org. Okay. Kann man da sein eigenes Ace Attorney Spiel machen, oder was? Wäre cool. Also, okay. Nein! Das Stream stoppt schon wieder. So, weiter geht's. Ist gut. Empfehlung zum Anschauen? Pico no Pico. Okay, aber das hat übrigens weh, so leicht. Jetzt würde mal ein bisschen... Schau, was jetzt? Soll ich mir jetzt anschauen oder nicht? Hilfe! Bam. Gibt's da irgendwas zum Holen mit Sternen? Nein. Aber ich gehe da mal besser rein. Gut, Checkpoint. Ah. Oh, das schafft man. Das schafft man, das schafft man. Was? Okay. Ah, come on. Ich schaff da einen Trippelsprung. Schafft da einen Trippelsprung. Ich laufe nicht richtig damit. Nee, das schafft man sogar nicht, glaube ich. Achso, das ist schon 2D. Ha, ich dachte gerade. Vielleicht so rum. Yes! Wuhu! Pupa. Wenn ihr das so bepreist, dann muss ich es mir ja anschauen, auch wenn es totaler, naja, gut, wenn ihr es mögt, dann wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein. What? Okay. Nope. Das tust du nicht. Was muss man hier nochmal machen? Jetzt sind wir hier durch. Hier drauf. Oh, da unten ist Regenbogen-Level. Das ist Hardcore.
Na, okay. Ich brauch. Brauchst Leben? Ja, ich komm, ich brauch's Leben. Das verbrennt meine Augen. Oh mein Gott. Was schaut ihr euch denn an? Und sehr gut, sehr gut. Alles eingesammelt. Beinahe. Ist auf ein paar. Nein, da sind viele Münzen. So. Also ich hab jetzt keine Probleme damit, aber ich schaue mir gerne was anderes an. Da hast du schon recht. ja, das frage ich mich auch gerade. What the fuck? Das kommt später auf YouTube, bitte Leute. Okay. Bam, bam. Das sind noch Kinder. Okay, das macht es, glaube ich, nicht besser. Und mehr vom Level. Ja, aus Vorsicht. Was gibt's denn an Vorsicht zu sagen hier? Also nix. Okay. Von mir aus. Ah. Bam, bam, bam. Eben. Also ich habe wirklich überhaupt nichts gegen sowas, nur ich würde es dann auch nicht unbedingt anschauen, wenn es da tatsächlich drum geht. Okay. Bam. Hilfe. Schön. Bam. So einfach macht man das. Huch. What? Untertitel, I knew it. Also. Irgendwie bin ich da gerade einfach runtergeflogen. Interessant. Hab. Komm mal, nochmal. Das war ja nicht mal ein Fail. Das war einfach. Nichts ist passiert. Nicht das passiert, was ich gedacht hätte, das passiert. Und komm her. Na, egal. Sehr schön. Komm mal bei dir. Nope. Thank you. Ja, ich sollte nicht so viel in den Chat gucken, das kann gut sein. Wenn nämlich. Wenn ihr mich failen sehen wollt, dann schaue ich gerne in den Chat. Da kommt sicherlich gleich was. Nicht? Nicht? Doch. Come on. Dankeschön. So, macht man das. Ohne Fail, bitte. Ohne Fail ist mir sehr viel lieber. Passt so besser. Definitiv. Bum, bum, bam. Und damit schon unseren zweiten Stern. Wie viele Sterne gibt es hier eigentlich? Auch 120? 121 oder so? Ne, hier gibt es mehr, gell? Hier gibt es noch ganz viele grüne Sterne. Selbst das weiß ich nicht. Das wird witzig. Ach, ich wünsche, ich könnte dir besser helfen, als dir nur von der Seite aus zuzujubeln. Wusstest du eigentlich, dass dir jemand mit einer weiteren... Ja, ich weiß. Brauche ich nicht zu wissen. 360 No-Scope, ja. Wie wird Joghurt, 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 Joghurt? Ha. Ha. Also ich würde die erste Schreibweise sagen. So, aus dem Bauch heraus. Ich habe beide Teile nie durchgespielt. Okay, dann kannst du dich ja auf was freuen.
Und siehst es hier. Genauso wie ich zumindest. Der erste Teil habe ich ziemlich ausgiebig gespielt, der zweite Teil nicht. Aber ich habe, glaube ich, der schon auch nie 100% gemacht. Ah, yeah! Richtig! Juhu! Okay, weiter geht's. Düp-düp. Ach so, na gut, es gibt's halt. Ah, mein Lieblings-Mario-Teil ist Super Mario Sunshine. Ganz ehrlich. Das Spiel werde ich auch mal irgendwann noch auf dem Kanal machen, definitiv. Da kenne ich auch ziemlich viele Speedrun-Taktiken und keine Ahnung was. Au, hi Batschbirne. Ja, Mario ist halt auch nicht für... Weiß nicht, also ich finde ja immer noch die ganzen Mario-RPG-Teile noch mal um ein ganzes Level cooler als die normalen Mario- oder Mario-3D-Teile. Also, ihr wisst schon, Paper Mario, Mario und Luigi und so, das war's eigentlich schon. Die beiden, die sind einfach nur göttlich. Vor allem Mario und Luigi gehört zu meiner Lieblingsspielerei. Super Mario RPG habe ich bisher nur angezockt, weil immer nur auf dem Emulator und ich kann auf dem Emulator irgendwie keine Spiele wirklich durchspielen. Aber war eigentlich schon richtig cool der Anfang, fand ich. Ah, siehst du, da bist du mir sogar ein bisschen voraus. Super Paper Mario weiß ich nicht mehr genau und Legende vom Aeon-Tor habe ich bisher nur zur Hälfte gespielt. Das sind auch so Spiele, die wollte ich auf jeden Fall mal auf meinem Kanal bringen. Wow, okay. Ja, wie gesagt, das kommt definitiv noch alles. Stimmt, ja, Super Paper Mario ist streng genommen kein RPG, aber es gehört halt auch zur Paper Mario Serie. Bam, da ist ein Yoshi. Wie kriegt ein Yoshi nochmal frei? Werde ich mal töten. Vielleicht hilft das. No! So. Schön. Ja, ich glaube, du wolltest mal zeichnen, aber ich glaube, wir tun dich davon abhalten. Kannst du nicht zeichnen und gleichzeitig reden? Yoshi! Yeah! Meine Freunde helfen, aber Kamek hat mich eingesperrt. Seit wann kann Yoshi reden? Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie gemeinsam retten. Mach schon, hüpf auf meinen Rücken. Bam. So. Stimmt, ich brauche ja hier tatsächlich für Yoshi die Fernbedienung. Okay. Das geht nicht arg weit nach hinten. Ja, wieso nicht? Okay, das gibt sowieso nur das. Das ist egal. Huch. Geht auch. Ah. Und dich nehmen wir auch gleich mit. Oh je. Ich glaube, damit haben wir ein Fass aufgemacht. Ma. Und na. Pick that. All the rocks. Dum dum. Huch. Duck Fruity, fang hier nicht mit Russisch an. Hilfe. Bim. Eine Kometenmedaille. Stimmt, die muss man hier auch noch sammeln. Kann außer Duck Fruity jemand Russisch? Bim. Komm gleich mit. Ich hab Befürchtung. Ich habe die Befürchtung, dass das jetzt eine Sache wird. Oh Gott. Okay, wie geht's hier weiter? Da geht's weiter. Ich hab hier alles aufgegessen.